auf die andere Seite des Turms. Suche nach der Lüftung. Okay, okay, okay. Ich frage mich, ob die mich erkannt hat, die Dame da gerade. Weil wir rotes Haar haben und das scheint unserem Ruf vorauszueilen. Du warst also schon mal hier. Sieht so aus. So, jetzt ist es sehr wichtig, dass du mir gut zuhörst. Ich habe dir den Weg hineingezeigt, aber wenn du ihn betrittst, gibt es kein Zurück. Bevor du hier in die Tiefen hinabsteigst, solltest du vollkommen entschlossen, ausgerüstet und konzentriert sein. Keine Ablenkungen. Wenn du noch etwas zu erledigen hast, erledige es zuerst oder schweige darüber. Ich werde kein Gejammer tolerieren. Ist das klar? Du wirst es tolerieren müssen, Silence. Ich habe dich nicht darum gebeten, mich zu begleiten. War das gerade die Aufforderung, Achtung, ab jetzt geht die Story nicht mehr Open-World-mäßig weiter, sondern geradlinig? Also in anderen Spielen kommt meistens so eine Dialogbox. Achtung, es gibt keinen Weg zurück. Jetzt kommt Finale, in Anführungszeichen, geradlinig. Und bis das Finale dann abgeschlossen ist, dann gibt es ja meistens immer die Variante, spiele noch weiter, Nebenquests und so weiter, oder eben nicht. Wir haben ja theoretisch irgendwann mal gespeichert. Und es geht ja, wenn, um das DLC, ne? Also ich sagte ja schon, ich habe ja nur noch hier den Quest, soweit ich das gesehen habe, für das DLC da oben offen. Weiß nicht, stimmt. Guck mal, wir haben noch eine Nebenquest gekriegt. Wir könnten jetzt mit Varnasha reden. Die soll auch hier sein. Rettet den König. Beziehungsweise der Typ, der da verurteilt wird oder sowas, rettet da irgendeinen. Also wir haben sozusagen einen Nebenquest und dann eben das DLC. Ich würde jetzt erstmal weiterspielen. Wir machen mal weiter. Mal gucken, wie es weitergeht. Wir sind schon hier, wir machen mal weiter. Ich gehe runter. Ein Leben lang wollte ich die Geheimnisse dieser Welt entschlüsseln. Woher die Maschinen kamen. Wie die Alten solche Wunder taten und trotzdem kamen Verderben und Tod. Ein Leben voller Fehlschläge. Denn Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, rannte ich gegen Mauern und gegen verschlossene Türen. Hallo? Bis eine Nora-Jägerin aus dem wilden Osten kam. Und voilà, sie kam und alle Geheimnisse wurden ihr enthüllt. Ich glaube, du wirst mit dieser Tür besser zurechtkommen als ich damals. Identiscan wird durchgeführt. Spannend. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Fehlfunktion. 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 Soll das ein Witz sein? Du hörst mich nicht lachen. Sei still. Es muss irgendwie gehen. Hey! Elisabeth Sobeck hier! Erbitte Zutritt! Zutritt angefordert. Root-Befehlsfunktionen verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Will ich! Öffne diese Tür! Analysiere. Primärzugang außer Betrieb. Mechanischer Fehler. Notfallbelüftungsverfahren verfügbar. Möchten Sie fortfahren? Ja. Notfallbelüftung autorisiert. Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, du... Nicht alles haben. Das erregt Aufmerksamkeit. Wir werden hier nicht mehr lange allein sein. Wir? Ich sehe hier unten nur eine, die ihr Leben aufs Spiel setzt. Ja gut. Machst du jetzt bitte weiter? Es gibt so viel zu lernen und so wenig Zeit. Na, dann machen wir doch mal. Bevor hier irgendjemand kommt. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Zero Dawn. Wir haben es gefunden.
Okay, jetzt wird's spannend. Überrascht dich das wirklich? Die Anlagediagnose zeigt zahlreiche Fehler. Reparaturversuch wird durchgeführt. Was ja. war das hier für ein Raum? Vielleicht eine Eingangshalle? Sieh dich um. Ja, mache ich. Wir sind angekommen. Wir lernen jetzt, wie wir die Roboter aufhalten können. Das ist super. Noch ein Vorfall? Textnachricht? Der unglückliche Zwischenfall mit Dr. Popovic heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Cyrodorn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen möchten, auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher beispielsweise für Polnisch, Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen in Schach halten kann. Embryologen? Okay. Und dermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut, aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die Ausnahmen dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Na, das klingt ja schon mal super. Und ja, es ist eine Empfangshalle. Okay. Doch, wir kommen rein. Ich hoffe mal, wir werden lange genug in Ruhe gelassen. Wir brauchen Unterstützung. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit den ZD-Kandidaten bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt, manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher, die Sprachbots reichen nicht aus. Und leichte Beruhigungsmittel für die extremen Fälle. Jetzt, jede Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte. Jo. Gut, aber andersherum, meistens haben wir ja keine, ich sag jetzt mal, Hektik in der Sache. Bitte nehmen Sie Platz und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Einige Erfrischungen und Snacks stehen für Sie bereit. Ein kleinerer Raum. Schalldämmung. Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Lounge-Bereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreien oder schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Was? Was? Was war denn hier? Nachschub, sonst... Zum fünften Mal, bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich nochmal erleben muss, wie so ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke-Minze oder Brombeersalbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und abwarten und Tee trinken, Witze. Okay. Okay. Bin mir nicht ganz so sicher, was haben die hier gemacht? Ich dachte, ich krieg jetzt hier die Lösung. Aber gut, vielleicht haben die Menschen ja erfahren über das, was so passiert, dass die Menschheit gerade von Maschinen abgeschlachtet wird. Da war doch was, ne? Mit dem großen Massaker. Und vielleicht hat das den einen oder anderen einfach überfordert. Wir werden es gleich sehen. Bunkertür. Begeben Sie sich in den Vorstellungsraum 1. Dort erwartet Sie eine wichtige Nachricht zum Zweck Ihres Besuchs. Na dann. Wenn ich so freundlich aufgefordert werde. Hallo. Was? Was war das hier? Eine Holographenbühne. ZDO1 Daten intakt. Wiedergabe wird eingeleitet. Willkommen bei Projekt Zero Dawn. Ich bin General Harris, Vorsitzender der Stabschefs der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich weiß, es gibt Gerüchte, dass Zero Dawn ein streng geheimes Superwaffenprogramm ist. Das technologische Wunder, das uns vor der Pharaoh-Plage bewahrt. Wenn Operation Enduring Victory die Roboter lang genug aufhält. Ich weiß deshalb so genau, dass es Gerüchte gibt. Weil sie von mir kamen. Und es sind alles Lügen. Zero Dawn ist kein Superwaffenprogramm. Und es wird uns nicht retten. Nichts kann uns retten.
gar nichts. Als der Fehler erkannt wurde, war es bereits zu spät. Nichts konnte die Pharaoh-Plage stoppen. Nichts half. Die Roboter vermehren sich immer weiter und verschlingen die Biosphäre. Das Leben auf der Erde erlischt und unser Planet wird zu einem Ödland. Ein globales Aussterben steht uns bevor. Egal wie viele wir töten, die Zahl der Roboter wird exponentiell anwachsen. Hätten wir die Deaktivierungscodes, könnten wir sie abschalten, den ganzen Schwarm. Doch die kryptografischen Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Man bräuchte 50 Jahre, um die Codes zu knacken. Und wir haben 16 Monate. Nicht gerade eine gute Überlebenschance. Die Vernichtung einer Biosphäre ist nicht die Art von Apokalypse, die man in einem Atombunker aussitzen kann. Die Erde wird nicht mehr da sein. Nur noch ein toter, giftiger Fels mit Millionen von Pharaoh-Robotern. Schlafend. Auf Nahrung wartend. Das steckt hinter den Lügen über die Operation Enduring Victory. Meinen Lügen, die Millionen von Unschuldigen dazu bringen sollten, sich auf den Schlachtfeldern zu opfern. Warum? Aus einem einzigen Grund. Um Zeit für sie zu gewinnen, damit sie hier arbeiten können. Zero Day. Der Tag, ab dem kein Leben existiert, nähert sich schnell. Man kann es nicht stoppen. Die Hoffnung von Zero Dawn ist, dass vielleicht etwas Neues entsteht. Aber es liegt bei Elizabeth Sobeck, diesen schwachen Hoffnungsschimmer aufrechtzuerhalten. Harris, Ende. Das Leben auf der Erde ist nicht erloschen. Er sagte, man könne es nicht stoppen. Aber es wurde gestoppt. Irgendwie hat Elizabeth uns gerettet. Ich muss weitersuchen, herausfinden, wie sie das geschafft hat. Ja, guter Plan. Hallöchen, Hipsu. Willkommen im Stream. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag gehabt. Und jo, genieße Horizon. Wir sind irgendwo gerade im letzten Drittel, würde ich sagen. Ungefähr. So, aber wie hat Elizabeth denn das nun geschafft, alle zu retten? Sie sind reingekommen. Durch die Lüftung. Lass dich nicht davon abhalten, die Wahrheit herauszufinden. Ausschwärmen! Tötet, was sich bewegt! Was ist das hier? Ein Grab? Okay, jetzt müssen wir auch noch kämpfen. Wie unnett. Worum geht's in dem Spiel? Die Menschheit wurde ausgelöscht durch Killerroboter, so kann man das jetzt mal sagen. Also, ein Unternehmen hat... Oh, ich muss kurz mal aufpassen. Ein Unternehmen hat sozusagen Roboter gebaut, die eigentlich Krieg führen sollten. Die Dinger waren autonom, sie drehten durch. So ein bisschen wie beim Terminator, kann man sagen. Und man spielt eine Indianerin, in Anführungszeichen, nachdem die Apokalypse durch ist, wo alles Leben auf der Erde, also alle Blumen, alle Pflanzen, alle Tiere, alle Menschen anscheinend vernichtet worden sind. Und man versucht jetzt herauszufinden, wie die Alten es geschafft haben. Wow. Diese Apokalypse sozusagen aufzuhalten. Entschuldigt, das läuft gerade nicht so, wie es soll. Ich spiele übrigens mit Gamepad. Okay, der hält mehr aus, als ich dachte. Welche Pfeile habe ich denn gerade? Also du kennst es nicht, gut, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, ja? Wir sind schon so weit gekommen, um uns von diesen primitiven Wilden aufhalten zu lassen. Die Datenpunkte, was enthalten sie? Ich frage deswegen, weil es ist für die PlayStation 4 damals rausgekommen und, also als die neu war,
mittlerweile haben wir ja sogar schon die 5er. Und für den PC ungefähr vor einem Jahr oder vor einem halben ist es rausgekommen. Und das ist die PC-Fassung, wird aber von mir mit Controller gespielt. Und ja, momentan versuchen wir. Okay, hast du schon mal gesehen, aber hast dich damit noch nicht näher beschäftigt. Weil du keine PlayStation hast. Ja, so geht's mir auch. Ich habe auch keine PlayStation. Also ich habe nur Xbox, die Nintendo Switch und eben einen PC. Und ich hatte mal ganz kurz eine PlayStation, aber die war damals defekt und daraufhin habe ich das dann einfach sein gelassen. So, hier haben wir Gespräche. Wer sprechen willst? Puh, Mama hatte also recht. Wie bitte? Meine Mutter, sie hat die Bibel immer sehr ernst genommen. Nicht nur sonntags. Sie hat jeden Tag nach der Bibel gelebt. Ihr Lieblingskapitel? Die Offenbarung des Johannes. Tja, ich habe sie nicht immer verstanden. Sie redet so undeutlich und so. Aber wenn sie mal deutlich war, war es immer Endzeit dies und Feuersee das. Wegen der sündhaften Lebensart überall. Da wir gerade davon reden, stört es sie, wenn ich rauche. Eine Tabakzigarette? Tut mir leid, Schätzchen. Da bin ich ganz altmodisch. Kompliment an ihr Team, dass es mich gefunden hat. Schließlich werde ich schon seit 18 Monaten gesucht. Sterling Malkeed, das war ich. Natürlich, das kann ich gern zugeben. Aber es waren viele Jäger hinter der Beute her und ich konnte sie immer wieder an der Nase rumführen. Wie haben Sie mich gefunden? Ich glaube, Dr. Sobek hat sie als Alpha-Kandidat angegeben. Somit hatte ihre Ergreifung höchste Priorität. Ich wusste doch, dass sie ein Auge auf mich geworfen hat. Hey, gibt sie eigentlich keinen anständigen Kaffee? Sie wissen schon. Blutkaffee? Kriegscappuccino? Mr. Tate, ich erteile Ihnen die Zulassung zur nächsten Phase. Gehen Sie einfach. Ja. Du überlegst, ob du es dir auf Steam holen sollst, weil es gut aussieht. Es macht Spaß. Also ich kann dir nur sagen, das Spiel macht Spaß. Es ist ein sehr schönes Spiel, aber, und das muss dir klar sein, wenn du es kaufen willst, also das ist momentan hier nicht wirklich repräsentativ fürs Spiel. Normalerweise läuft man ja nicht durch so einen Bunker wie hier. Das hier ist sozusagen gerade eine der großen Story-Missionen, die wir hier haben. Normalerweise bist du an der Oberfläche unterwegs und musst halt, ja, ich sag jetzt mal von A nach B laufen. Open World kennst du wahrscheinlich aus anderen Spielen, Skyrim, Witcher und so weiter und so fort. Und die Open World ist relativ lang. Ja, also das muss dir klar sein. Ich kann ja mal gucken, ob ich kurz die Karte mal aufrufen kann, damit du das kurz sehen kannst. Das hier ist die Welt. So, und man startet im Prinzip von hier unten und wird dann nach hier drüben geschickt. Also man läuft einmal praktisch von hier nach da und dann hier so runter. Ja, dann geht's hier praktisch weiter und dann wirst du wieder zurückgeschickt. An den ganzen grünen Lagerfeuern kann man zwar schnell reisen, aber die muss man erstmal entdecken. Und also kurzum, du bewegst dich hier in dieser Welt sehr, sehr lange und das ist so Open World typisch. Es ist daher etwas gezogen. Für mein Empfinden ein bisschen zu langatmig, was sie da gemacht haben. Und dann gibt's aber doch wieder so ein bisschen komprimierte Story. Also kurzum, der Anfang ist sehr komprimiert und anscheinend jetzt zum Ende hin auch. Und wenn man zwischendrin viel Nebenaufgaben macht, verliert man so ein bisschen die Geschichte in der ganzen Sache. Also nur so als Info, damit du weißt, es ist ein Open-World-Spiel. Ja? Also es ist ein sehr langes Spiel. Und, also man kann sich sehr lange damit beschäftigen. Wahrscheinlich geht es auch kürzer, wenn man nur die Hauptstory spielt. Aber es macht insgesamt Spaß. Es ist aber auch kein wirklich leichtes Spiel. Also das, was du hier gerade gesehen hast mit zwei, drei Schuss und die Gegner fallen um. Oder auch mit ein paar mehr. Es gibt da oben Maschinen, große Maschinen. Die sind wesentlich komplizierter. Gut, du hört sich gut an. Ich mag auch andere Open-World-Sachen wie Far Cry und Co. Ich überlege gerade, Far Cry ist schlecht, glaube ich, damit zu vergleichen. Also nicht nur wegen der Perspektive, weil da bist du ja im First-Person unterwegs. Das hier ist die ganze Zeit Third-Person. Es hat ein bisschen was von der Präsentation wie in Tomb Raider, die neueren. Die sind aber geradlinig, die haben ja kein Open-World drin.
Und ansonsten würde mir vom Weltdesign, glaube ich, Skyrim einfallen. Skyrim hatte auch eine große Welt, wo du viel nebenbei machen konntest, in Anführungszeichen. Und vom Schwierigkeitsgrad, weil sie viele Gegner hingestellt haben, vielleicht ein Assassin's Creed. Assassin's Creed ist eigentlich das Beste. Ja, doch. Also wenn ich jetzt überlege, nicht so Skyrim, mehr so Assassin's Creed. Hier Origin oder, wie hieß es? Die Odyssee. Den Valhalla-Teil weiß ich noch nicht, den habe ich noch nicht gespielt, aber die anderen beiden. In diese Richtung. Wenn du die beiden kennst, dann weißt du so ungefähr. Also präsentationsmäßig und klettereinlagenmäßig wie die neueren Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Und von der Open World sozusagen ein bisschen so in die Richtung von den Assassin's Creed Teilen. Ja? Auch vom Spielgefühl her, weil man kann auch viel schleichen. Nur mal so. Korrekt, ja. Diese mechanischen Monster töten Menschen also nicht nur, sondern ernähren sich auch noch von ihnen? Nicht nur Menschen, von sämtlichem organischem Material. Alles Lebendige wird zu Nährstoffen aufgelöst? Jahrtausende der Evolution verflüssigt? Das Wunder des Lebens wird zu blutigem Biotreibstoff? Kurz gesagt, ja. Wer war das? Pharaoh? Dieses Arschloch. Ist er hier? Nein, Doktor. Bitte. Sagen Sie ihm, dass Tom Paik mit ihm reden will. Aufhören! Aufhören! Doktor! Bitte! Holen Sie sofort Pharaoh hierher! Ja, wie gesagt, guck ein bisschen zu. Ist wie gesagt momentan nicht sonderlich repräsentativ, was wir hier machen, weil das ist Story-Mission. So ähnlich ist der Anfang, ja, damit du weißt, der Anfang ist auch sehr storymäßig gebaut. Und wenn ich dann in die Open World wieder komme, wären wir dann bald wieder, dann geht's weiter. Aber bitte nicht wundern, ich mache jetzt hier die Textdialoge sozusagen mal, damit wir ein bisschen die Geschichte mitkriegen. Sie haben früher für Pharaoh Automated Solutions gearbeitet. An den Selbstreplikationsroutinen der Chariot-Modelle. Ich dachte, mich erwartet hier eine Urteilsverkündung. Als ihre Leute mich geschnappt haben, dachte ich, wird doch Zeit. Ich habe versucht, meine Schuld zu verdrängen. Jeden Tag seit. Möchten Sie eine kurze Pause machen? Nein, nein, es ist nur... Ich hatte wirklich gehofft, dass wir mit Zero Dawn alles rückgängig machen können. Meine Arbeit. Es tut mir leid, dass ich je stolz darauf war. Aber Ted konnte einem seine Konzepte wirklich gut verkaufen. Und in den Laboren, angesichts unserer Schöpfungen. Dieser erste Testlauf, als man sehen konnte, dass sie ihre eigenen Strukturen verstanden, dass sie sich selbst nur mit Speicherplatz und Licht nachbauen konnten. Es gab keine Grenzen. Oh Gott, es gab keine Grenzen. Ja. Das lief wirklich gut mit den selbstlernenden Robotern. Wenn Fragen sein sollten zum Spiel, zum Ablauf, gerne fragen, ne? Also ich beantworte gerne alles, was ihr wissen wollt. Hören Sie, lassen wir die Geheimnistuerei. Sie bauen ein Kolonieschiff, das ist doch offensichtlich. Und es wird kein Überflieger. Ich meine, wortwörtlich. Erinnern Sie sich an die Odyssey? Den multinationalen Haufen Weltraumschrott, der seit 57 im Friedhof Bobbitt schwebt. Sie flog nirgendwo hin und das sehr langsam. Aber Sie haben ein Ziel, das Sie sehr schnell erreichen müssen. Haben Sie überhaupt eine Ahnung, was für eine enorme Herausforderung es ist, ein Kolonieschiff in kurzer Zeit vorzubereiten? Um das klarzustellen, ich arbeite nicht an dem Projekt. Ist Ihnen überhaupt klar, wie wenige Menschen damit gerettet werden könnten? Das ganze Konzept des Generationsschiffes ist... Es wird nicht umgesetzt werden. Es wird das Erste sein, was man für die Embryonen aufgibt. Für diese Art der Lagerung braucht man Kapazitäten, man braucht Macht, man braucht Ressourcen. Also, selbst wenn sie es tun, wenn sie es bauen und Richtung Sirius X schicken, auf dem Ding wird kein Platz für Menschen sein, okay? Wenn Sie sich bitte beruhigen würden. Ihr seid doch verrückt, wenn ihr glaubt, dass ihr von hier wegkommen könnt. Niemand kommt hier weg. Sanitäter. Es hat wirklich gut geklappt, die Leute hier mit der Wahrheit zu konfrontieren.